Traumhaft schönen guten Tag, liebe Freunde des gepflegten Let's Plays. Ich sag's bewusst, Freunde des gepflegten Let's Plays. Jo. Ich habe gerade sehr stressige Feiertage hinter mir. Ja, wir haben gerade Christtag oder anders gesagt den zweiten Weihnachtstag oder anders gesagt den 26.12. Und eigentlich liege ich am Boden und ich hatte gerade total Bock auf eine entspannte Runde Anno und dachte mir, ja, ich habe die letzten Tage sowieso kaum gespielt und kannst du eigentlich auch gleich aufnehmen. Damit ihr seht, die private Stiftung ist auf Stufe 11, das heißt, ich habe seit den letzten Aufnahmen kaum gespielt, das ist... Jo, gut. Ich habe gerade gleich das Problem damit, eine Übersicht zu bekommen. Gut, aber das kriegen wir auch noch hin. Offiziere der Mondregion. Eis fehlt auch was. Okay. Mond fehlt noch mehr. Das heißt, nachdem wir ressourcentechnisch ganz gut dabei sind, aber noch nicht wirklich eine gute Economy haben momentan. Routenübersicht. Okay, die läuft gleich aus. Gut, ist okay. Und die läuft noch eine Weile. Jo, läuft. Gut. Die läuft die Aufnahme noch durch. Sehr schön. Vergessen Sie nicht, dass diese Handelsgenehmigung bald abläuft. Geben wesentlich besseres Plus. Okay, dann nehmen wir die an. Selbstverständlich. Sehr schön. Damit haben wir das Plus ausgebaut und wir kümmern... Ja, genau. Wir kümmern uns jetzt gleich erstmal hier rum. Aber erstmal wählen. Schön. Davon haben wir alle was. Finde ich schön. Wo haben die meisten denn bis jetzt abgestimmt? Wo können wir gute Effekte rausschlagen? Ich will nicht unbedingt mit der breiten Masse mitschwimmen. Mal schauen, was die da für andere Boni haben. Aber die hier wäre relevant eventuell. Energie, Landwirtschaft, Lebensmittel, Chemieindustrie, Rohstoffe, Sperrindustrie, Elektronik, Biotechnik. Die logische Wahl. Solange die Bevölkerung weiter wächst, tut es auch der Markt. Chemieindustrie habe ich jetzt nicht unbedingt Vorteile davon, oder? Was bringt es? Okay, da habe ich schon durchaus Vorteile von. Eine solide Basis, von der aus wir in die Zukunft streben können. Dann werde ich erstmal für die abstimmen. Ich wusste. Ja, natürlich wusstest du. Ich habe den Asteroid Miner seitdem nicht angefasst. Also ganz ehrlich, ich habe noch so viele Ressourcen auf Lager und ich kann noch dreimal so viel rüberschicken. Es ist... Das Ding macht das Spiel so kaputt. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, warum ich es überhaupt spiele oder gespielt habe. Nachdem ich gemerkt habe, was los ist, wir verbessern erstmal unsere Erträge. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Ja. So, worum geht's mir heute? Ich möchte heute mit euch, auch wenn ich es schon das ein oder andere Mal gemacht habe, über kompetitiven Wettbewerb sprechen. Und zwar nicht jetzt unbedingt nur auf E-Sports bezogen, sondern generell. Kompetitives Spielen von Sportarten. Generell kompetitiv. Gedacht, ich würde das tun? Yo, die halten ihn für den Weihnachtsmann, okay. Gut, dann schauen wir mal. Es schneit hier auf jeden Fall. Das finde ich irgendwie cool. Das finde ich irgendwie cool gemacht. Ach ja, wir haben hier unsere Stadt ausgebaut. Genau. Letztes Mal war Alan Hunter dabei. Also Hate Bings Up. Ich werde das Alan Hunter nie aus meinem Kopf rauskriegen. Das ist irgendwo so tief verankert, dass ich es nicht mehr rausbekommen wollen würde. Also rausbekommen wollen schon, aber rausbekommen werde ich es nicht mehr so.
Finden Sie eine Weihnachtsmannversammlung vor einem öffentlichen Gebäude. So viele öffentliche Gebäude können wir nicht haben. Security. Hier sind sie auf jeden Fall nicht. Hier auch nicht. Oder habe ich sie schon übersehen? Das kann natürlich auch nett sein. Ach, da schon. Ich wollte mich schon selbst umfahren. Was soll ich erhalten? Weihnachtsbaum. Das ist ja mal cool. Eventtechnisch also doch was frei zur Verfügung. Ornamente, Weihnachtsbaum. Normaler Feuerwerkspringbrunnen. Ey, Leute, Zierwerk. Ich fühle mich heimisch. Ich will das Zynemeer-Versteck nicht nochmal spielen. Oh Gott. Ja, die Dinger sehen nett aus. Das ist ja mal cool. Das finde ich einfach nur genial. Sorry. Fünf Stück, jawohl. Denn, wie ich gerade gesagt habe, wollen wir die Einkommen ein bisschen aufbessern. Ob ich mir das hier eigentlich hätte sparen können. Dann kann ich nämlich hier noch eine Häuser... Okay, hätte ich so und so bauen können, weil dann kann ich hier noch die vier Häuser reinsetzen. So. Sieht doch spannend aus so. Und dann sieht vor allem nicht alles so gleichmäßig, blockmäßig angelegt aus. So unnatürlich. Das würde ich ja auch nicht irgendwie. Die Straße hier kann ich dann auch wegreißen. Dann kann ich hier auch nochmal Zierelemente reinstellen. So. Warum kompetitiver Sport? Warum kompetitiver E-Sport? Warum alles gemeinsam? Warum nicht irgendwas Einzelnes? Dann kann ich das ja auch noch rausnehmen. Ganz einfach, weil ich aus gegebenem Anlass da ein bisschen drüber sprechen möchte. Aus gegebenem Anlass deswegen, es reicht momentan alles aus, okay. Aus gegebenem Anlass deswegen, Manager, bla. Weil ich... Nein, aber ich kann aufstehen, okay. Weil ich da ein bisschen was erlebt habe in den letzten Tagen. Und zwar, der ein oder andere wird es vielleicht gesehen haben, wenn ihr sportbegeistert seid. Marcel Hirscher, einer der österreichischen Skifahrer, hat hinter sich eine Drohne fallen lassen. Also, man hat hinter ihm eine Drohne fallen lassen. Und die ist, glaube ich, sogar noch auf seinen Skiern gelandet, irgendwie so. Ich weiß, Skifahren interessiert nicht jeden. Aber es ist ganz kurz zweckbedürftig für Administratorenmanager. Ich will Administratoren. Es ist ganz kurz zweckbedürftig für die Überleitung hierher. Transferroute leidet unter inadäquater Warenversorgung. Ja, ich weiß. Baue ich gleich aus. Transferroute ineffizient. Ursache? Fehlende Waren. Ja, ich weiß, ich brauche mehr Fertigfleisch-Dinger. Und zwar ging es darum, anstelle für einen privaten Fernsehsender... Sie sollten sich Zeit nehmen, sich wieder zu sammeln. Verzeihung. Ich habe noch immer kein Mikro, das man muten kann, tut mir leid. Und zwar ist diese... Rinderfarm, biomedizinisches Labor. Ach, hier sind wir zu Hause. Okay. Und zwar ist diese Drohne wirklich auf ihm quasi gelandet. Das ist jetzt nicht unbedingt das Beste. Wie man vielleicht verstehen kann. Wo baue ich das jetzt an? Gute Frage. Gut, dass ich mir alles zugebaut habe. Ich soll halt hier anbauen. Noch irgendwo Generatoren? Ja, hier.
Fleisch haben wir damit fast genug. Noch zwei Bohnen, damit habe ich zu wenig. Okay. Dann so und passt. Dann brauche ich noch Wein und dann brauche ich noch die Kost fertig. Wein habe ich jetzt die Module hier ausgebaut. Ja, gut. Hier habe ich noch ein Weinmodul, das muss ich halt umsetzen. Hier müsste reichen. Hier. Damit hätten wir das und die Fleischfabrik sitzt hier. Ja, genau, also die Luxuskost. Damit müssten wir eigentlich gut aussteigen. Ah, Limit erreicht. Okay, dann muss ich die noch kopieren. Ich denke, ich hier Pflanzen. Na, ist zu breit, schade. Ich hoffe, das könnte hier sitzen. Damit haben wir zu wenig Fleisch und zu wenig Wein. Und noch immer zu viele Bohnen. Das heißt, wir werden die Bohnen noch kurz ausbauen. Bevor ich dann zu meinen kleinen Problemchen hier komme. Mit dem E-Sport und dem kompetitiven Sport generell. Eine Bohnenfabrik. Jedes Böhnchen gibt schließlich ein Tönchen. Dann kann ich nämlich hier die Rinderzucht nochmal ausbauen. Und das hier auch nochmal. Und dann kann ich... vier Fleisch, aber vier Wein zu wenig, okay. Das heißt, ich muss das Weingut sowieso nochmal nachbauen. Die Frage ist nur, wo? Hier geht die Stadt rein. Also wird die Logistik hier auch knapp. Puh, Weingut. Wohin? Ist auch kein Platz mehr. Hier wäre noch Platz. Wir wollen den Platz ja bestmöglich nutzen. Das ist zwar jetzt dann langsam eine Chaosbaustelle hier, aber... So viel Platz brauche ich, glaube ich. Ja, genau. Ah, ich brauche 5 Platz. Okay. Wobei Wein ist jetzt even. Okay, das läuft alles. Okay, das bin ich zufrieden. Verzeihung. Gut. Aber endlich kann ich jetzt zum kompetitiven Sport kommen. Es ist ja irgendwo dieser ständige Massendrang, besser zu werden. Und zwar nicht auf eine sinnvolle Art und Weise besser, als man eben am Vortag oder besser, als man eben selbst gestern noch war zu sein. Wobei, ich kann noch eine Fleischfabrik dazu bauen. Sondern besser zu werden als, ja, so quasi so ziemlich alles, was man irgendwie kennt und könnte und... ja, das ist halt irgendwie scheiße, weil der Mensch hat halt ein endliches Leistungspotenzial, sage ich jetzt mal. Und der eine schafft eben mehr und der andere weniger. Und das ist etwas, was in unserer Leistungsgesellschaft verpönt ist. So, wie weit hat das jetzt genau damit zu tun? Diese Leute wollten, und davon gehe ich stark aus, das ist Flachsfaser, wo ist jetzt, das sind die Manufakturen, okay. Diese Leute wollten, und davon gehe ich für meinen Teil jetzt erstmal stark aus, etwas Neues, also den kompetitiven Level höher heben. Wollten damit unter anderem bessere Möglichkeiten schaffen, das Ding zu analysieren und natürlich auch das Ganze im Fernsehen zu übertragen. Spricht jetzt an sich ja auch nicht wirklich was gegen. Also, ich verpöne das jetzt nicht irgendwie. Aber sie haben dabei etwas geschafft, worauf... Oh, fuck, jetzt auf deinem Bauplatz. Worauf ich persönlich als... Oh, Mann. Worauf ich persönlich als der die Idee hat, ganz schnell meinen Rücktritt einreichen würde, woher auch immer der Typ kommt. Wir brauchen Flachsfasern. Wir brauchen Flachsfasern. Wir brauchen viel mehr Flachsfasern. Egal aus welcher Szene der Typ kommt, er sollte sich jetzt ganz, ganz schnell einen Abgang überlegen. Egal ob das Privatfernsehen, öffentliches Fernsehen oder sonst irgendwas ist. Meinetwegen auch Kindergarten, ist mir total egal.
Aber er sollte sich jetzt wirklich eine sichere Exit-Strategie überlegen. Weil